Oh la la! Dem geilen Strip-Bauern. Boom! Hallo! Mehr und mehr und mehr. Da fliegen die Schmetterlinge. Wir haben Spaß miteinander. Mhm. So intim. Wir verführen. So, Vlogmas Video Nummer 4. Und sorry, dass ich heute komplett im Pyjama bin, aber ja. Servus Leute, mit herzlich willkommen zur Folge Nummer 5 von Bauersuchtfrau irgendwo bzw. überall in Österreich. Heute wird gebusselt, so wie die Bauern immer schön sagen. Es wird rumgeknutscht, es ist unerwartet, aber es ist natürlich wichtig und richtig, dass man sich auch ein bisschen intimer kennenlernt. Deswegen würde ich sagen, jetzt viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer absoluten Weltpremiere. Denn hier sind die ersten, die allerersten Single-Zwillinge, Doppel-Zwillinge Österreichs. Suchen nun auch im Doppelpark nach ihrem Liebesglück. Na, das kann ja heiter werden. Ja, es wird spannend. Jetzt ist es endlich soweit. Mhm. Die Körper sind gleich, die Haare sind gleich, die Gesichter sind gleich, die T-Shirts sind gleich, die Hosen sind gleich, die Schuhe sind gleich, die Autos sind gleich. Aber nicht nur die Autos werden geschrubbt, sondern auch die... Wir sollen uns ja ein bisschen zusammenrichten, sauber machen, ein bisschen waschen, schaut sicher nicht. Genau. Lass mal gut ausschauen und dann bocken wir's, ne? Und während sich Trick und Track sauber machen, schauen wir zum Peter, dem geilen Strip-Bauern. Ja, der hat jetzt ein Fotoshooting geplant. Zeig, was du drauf hast. Oh la la, na das macht die Wienerin aber richtig gut. Ja, da hat die Wienerin schon fleißig geübt, um nach dieser Show direkt als Influencerin durchzustarten. Verena ist als Nächste dran. Anstatt der Konkurrentinnen schnappt sie sich aber lieber das Objekt der Begierde. Tja, die Sonne ballert hier mal wieder rein, aber gut. Die Fotos sind dann nicht ganz so happy, auf jeden Fall schauen die beiden nicht so glücklich aus. Aber Hauptsache der Körperkontakt ist da. Es war cool. Es war cool. Und jetzt wollen natürlich alle mal ran. Okay. Wer macht Foto? Irgendwie ist die Stimmung gerade ein bisschen im Keller, doch dann aus dem Nichts, boom. Ich dachte, es passiert jetzt schon. Ich hätte schon Lust, da einen Schritt weiter zu gehen. Dass man zum Bus laufen, auf den Kuss umschwenken oder. Aber Peter? Der Peter, der will natürlich ein bisschen weitergehen, obwohl er gestern Abend schon die ganze Nacht mit einer Frau verbracht hat, die dann den Hof verlassen hat, ne? Aber hallo, ob Peter gedacht hat, dass das Shooting gleich so gut funktioniert? Ich glaube schon, dass wir gut zusammenpassen. Ja, es läuft für den Peter. Der ist auf jeden Fall beliebt bei den Frauen. Die Frauen wollen einfach mehr und mehr und mehr und dazu wird es halt auch noch kommen. Keine Angst. Da wollen auch die anderen Mädels noch ein Wörtchen mit. Sie hat mir einen Hals rumgeknappert, ja. Ja gut, irgendwie fühle ich es nicht ganz so, was da alles abgeht, ne? Aber vielleicht wird es ja noch alles ein bisschen schöner werden. Ich habe einfach ein kleiner Genussspecht. Ein Genussspecht. Ja gut. Ja, Christian. Wollen wir vielleicht mal sprechen, wie es so bei uns beiden aussieht? Nein, der Christian scheint immer noch nicht so gesprächig zu sein und sonst gibt's auch nichts wirklich zwischen den beiden, oder? Sympathie, sage ich mal, die stimmt ganz gut. Mhm. Wir haben Spaß miteinander. Wir haben Gesprächsthema. Ja, Gesprächsthema Nummer 1, also das ist ganz oben, lautet. Und Gesprächsthema Nummer 2 lautet. Ja, das waren die besten, die sie bisher hatten. Also ich kann das auch nur zurückgeben. Ich mag dich total gerne. Ich finde dich wahnsinnig sympathisch. Wir haben viel Spaß, wir haben eine gute Zeit. Ne? Du bist ein wahnsinnig toller Typ und du bist ein Gentleman. Blipplapplup, sie wirft noch tausende andere Komplimente in den Gastgarten und kommt jetzt endlich die Wahrheit, dass sie vielleicht doch nicht so viel werden mehr will. Und vielleicht entstehen sie noch auf diese Art und Weise oder halt nicht, aber das kannst halt, da hast du keine Schuld dran, sag ich jetzt mal. Na. Oder da kannst du halt nicht mehr machen, weil du machst halt alles richtig. Natürlich, Gefühle kann man nicht erzwingen, aber sie sagt ihm nichts, dass sie keine Gefühle für ihn hat. Oder ich höre es zumindest nicht raus, dass sie das klipp und klar gesagt hat. Ein bisschen mehr schon empfunden für Freundin. Spaß. Wir fühlen uns wohl, wenn wir untereinander sind. Was noch nicht ist, kann noch werden. Okay, sie werden sich anscheinend doch noch weiter kennenlernen. Aber beim Christian, beim Bruder von Christian, beim Harald, ja, da ist leider nichts mehr los. Da ist die Hofdame weg. Dankeschön. Danke auch. Danke, dass du ehrlich warst. Und ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir viel Glück. Entschuldigung. Wow, das war so ein emotionaler Abschied. Die zwei
haben sich echt gemocht in den letzten 2 Tagen. Ja, ciao. Matthias' spektakulär gelegener Jagdhütte im großen Forstbetrieb. Aber Hauptsache, sein knuffiger Hund ist mal wieder am Start. Hallo. Hallo. Und das ist der Kling. Ja, sie freut. Ja, ich habe bei dem Bauern bis jetzt gefühlt nur über den Hund geredet, aber seine Almhütte, die ist halt auch schon ziemlich, ziemlich fein. Die Almhütte, die ist mega, die finde ich richtig schön, mit dem ganzen Ambiente da, mit dem Berg, mit dem Sonnenuntergang jetzt. Einfach eine Hütte am Berg, das ist allein schon mega geil und dann noch so eine Holzhütte und ein schöner Kamin und eine schöne Glasfront. Exklusiv für sich. Ich hoffe, es gefällt euch. Oh, wunderschön. Da ist der ganze Josef von das nehmen. Sehr, sehr schön. Super. Wahnsinn. Ja, und noch ultimativ geiler kann es halt nur werden, wenn man dann einen Pool, einen Whirlpool oder sowas vor dem Haus, vor der Hütte in Richtung Berge gerichtet hat. Ich freue mich schon drauf. Speziell, wenn sie den Bademantel ausziehen. Ja. Ich krieg heiße Ohren, wenn ich an ihn denke. Heiße Ohren könnten hilfreich werden, denn das Wasser ist etwas kalt und ja, jetzt müssen die Frauen irgendwie auch erwärmt werden. Ist es nicht schön, oder? Wunderschön. Super, oder? Wahnsinn. Fantastisch. Passt es. Aber alleine wäre mir lieber gewesen. Tja, aber alleine bleibt dann doch nur die Braunhaarige im Becken, denn der Evelyn ist jetzt schon zu kalt. Also als ich dann plötzlich mit ihm alleine dann in dem Becken war, wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Ja, unter Wasser, da fliegen die Fingerchen, im Bäuchlein, da fliegen die Schmetterlinge und über Wasser, da fliegen... Danke. Aber auf den Mund, das war schon, ja. Ja, der Stecher Helmut, der küsst halt einfach eine Frau, während die andere Kontrahentin zuschaut. Der kann es und er hat auch noch eine Band eingeladen. Die schönste auf der Welt, mein lieber Schatz. Ja, schöne Musik. Ich möchte weiterschalten zum Christian, zur Francine und seinem Bruder Harald. Ich mach mich immer gerne schick. Ich muss sagen, manchmal fühle ich Bauer sucht Frau schon mit dem Herzen. Naja, auf jeden Fall ist der Christian einfach verliebt bei seinem Hoffest. Er ist hin und weg. Es ist aufgefallen wie eine Raketen. Wir waren die glücklichsten Menschen, glaube ich, was es gegeben hat. Ja, wer kennt sie nicht? Diese Raketen, sie machen Wuh. Die Stimmung ist echt top. Wow. Danke. Oh, ist das schön. Das habt ihr mega gut gemacht. Wow. Wow. Also der Christian, der bleibt einfach verliebt. Er ist total verschossen. Und ja, jetzt würde ich gerne eure Meinung hören. Glaubt ihr auch, dass die Francine ihn so sehr mag oder vielleicht auch nicht so sehr? Habt ihr schon Gefühle entwickelt oder? Ich würde schon sagen. Ja, auf jeden Fall, ja, aber sie auch. Ich meine, so wie sie reinschaut, sie ist überglücklich. Sie ist die glücklichste Frau auf dieser Welt. Mein Herz brennt auch für Francine. Christian, der Herzenbrenner und Peter, der Herzenbrecher. Ja, Melanie, das bist halt du. Ich hab mir sie schon bloß gedacht. Ciao, Melanie, wir schon jetzt zu Trick und Track, denn sie erwarten ihre erste Dame. So. Wer ist wer? Du, ja, musst... du bist der Sebastian, oder? Du dann. Aber sicher bist du auch nicht, oder? Nein, ganz nicht. Sie hat ihren Bauern zum Glück erkannt und als sie von ihrer Landwirtschaft erzählt, ist der Sebastian schon hin und weg mit seinen Gefühlen. Also insgesamt haben wir 50 Stück gehört. Ich bin dabei relativ zufrieden mit meiner Auswahl, ja? Ja, die zwei führen schon mal ein schönes, entspanntes Gespräch und ich finde auch, sie schauen sich sehr ähnlich. Also sie schaut aus wie er, nur halt mit langen Haaren. Die Gesichter sind irgendwie kopiert und eingefügt. Und was ist das hier? Das ist kein Traktor. Nein, das ist ein Quad. Ein Quad? Ja. Ja, und wir hoffen alle, dass die Francine dieses Quad nicht fahren wird. Ich dachte gerade, du wolltest mich füttern. Schafe füttern. Auch. Okay. Schafe füttern. Schafe füttern, ja, schnell ablenken vom Thema, dass der Christian sie füttern soll, ne? Das will sie nicht. Im ersten Moment war das ein bisschen komisch, dass Christian mir so nah war. Sehr geil. Perfekt. Ja, der Christian ist wie immer sehr geil drauf. Schön, weiter geht's.
Oh, seid ihr süß. Warte, darf ich denen das aus der Hand geben? Oh, ein kleines Babyschaf. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Natürlich, beim Babys machen, da ist noch Luft nach oben. Da können sie sich noch ein bisschen Zeit lassen. Aber die Frage ist jetzt erstmal, was passiert mit den alten Schafen? Noch einiger Zeit ein paar Schafe weg, sag ich mal. Du meinst also, ihr schlachtet die Schafe? Ja. Ans Gasthaus. Ja, leider wie immer, schnipp, schnapp, Köpfchen ab und rein damit in den Kochtopf. Aber es kann ja auch anders gehen, oder? Mir tut das total leid, dass die Schafe geschlachtet werden. Also, ich weiß, das muss man, um Fleisch zu essen. Und viele essen gerne Fleisch, aber... Am liebsten habe ich ja immer noch die Personen, die dann sagen, mir tut das total leid. Aber schau, da ist eine Würstelbude, geh mal hin. Ich meine, so ein billiges Hotdog können wir uns jetzt schon verzehren, oder? Das ist ja gut. Ist ja kein Tier drin, das schaut ja so aus wie kein Tier. Und ich verurteile auch keine Fleischesser, aber mir persönlich, wie man sieht, geht's halt, möchte ich kein Fleisch mehr essen. Ja, das finde ich, hat sie schön gesagt. Jeder kann sich natürlich für sich selber überlegen, ob er Fleisch isst oder nicht, aber man kann sich ja mal vorstellen, ob man den Familienhund, die Familienkatze essen würde. Ist ja genauso ein Tier wie das Schwein vom Nachbarn, was man in Aachen isst. Also der Matthias ist auf jeden Fall ein Gentleman, dass er eine kleine Jacke angeboten hat und... Ja. Ja, und der Matthias hat sich neben seiner Almhütte ein schönes Picknickdate einfallen lassen. Dass du jetzt also zu mir ziehst, oder doch, ja? Ja, auf jeden Fall. Von mir aus schon. Okay. Die beiden lächeln sich ständig an wie zwei knuffige Bärchen, aber sie sind noch nicht so intim wie der Schlawiner Peter und seine Nicole. Ihr verführen. Wer war's? Okay, na. Okay. Na doch, sie verführt ihn jetzt auf jeden Fall. Ja, der Video war auch einmal fit dann, gell? Schmeckt's gleich noch besser. Mhm. Ich finde die Szene extrem unangenehm. Ich weiß nicht wieso, aber wie er da sitzt so. Was darf ich so kurz Puzzle da ja früh? Dass man gleich zuerst gehen muss. Ja. Weil die Fotos sind heiß, da schaut es aus, als bin ich voll anschmusen dort. Mhm, die Fotos von vorhin sind schon echt heiß, aber nicht heiß genug für den Peter. Deswegen will er sie nochmal nachstellen, aber in der FSK 18 Version. War gerade ein anderes Bussel, wenn wir viel können. Ja. Vielleicht gibt es ja da eine Fortsetzung davon. Ein Bussel? Ja. Probier es aus. Aha, es geht schon mal in die richtige Richtung. Jetzt ist nur die Frage, ob sie anfangen wird oder ob der schüchterne Peter doch vielleicht ein bisschen mehr geben muss. Ja, Bussel her, geh. Da ist er nun auch, der Schmatzer für den Peter auf dem Mund. Genauso wie er es sich heute früh gewünscht hat. Und am Abend ist sein Wunsch schon in Erfüllung gegangen. Lecker. Das war der Vorgeschmack. Ja. Oh, ein leckerer Vorgeschmack. Uiuiui. Wenn es mir zu viel wird, sage ich meine Meinung. Fertig. Ja. Da fährt der Zug drüber. Ja, das weiß ich. Ja. Das macht nichts. Das, das ist mir heute zu viel geworden. Den Helmut verlässt heute die Helga. Also ciao, Helga. Es kann ja nicht immer klappen. Und der Helmut hat ja schließlich schon seine Kussfavoritin. Ne? Sagt's mal, Burschen, ganz ehrlich, rede ich euch manchmal auch zu viel? Ja, ja, sie redet in den Intros echt immer sehr, sehr viel. Kann ich auch schweigen, das mache ich jetzt auch gleich. Ich sag nur noch aus, Schluss, basta und Drehschluss. Drehschluss ist, aber nächste Folge geht's natürlich weiter mit den alten Bauern, aber nicht nur mit den alten, sondern auch mit vielen neuen. Wir haben super was erlebt und ich bin mir jetzt meiner Gefühle sicher. Franzines Entscheidung und ein geiler neuer Bauer. Die Bewerbungen von deinen Damen sind da. Ich habe mich gewundert, dass ich so viele Bewerbungen gekriegt habe. Viele Bewerbungen, gerne auch viele Leute, die den Kanal abonnieren. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne hier oben machen. Hier verlinke ich irgendwas anderes, hier unten ebenfalls was anderes. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Format. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. So, jetzt gehe ich essen.